Hallo, ich bin die Barbara von den Sprechwerken und ich werde euch ein bisschen was darüber erzählen, warum ich Märchen toll finde. Weil die Kindern unheimlich viel helfen können, insbesondere wenn es ums Thema Selbstbewusstsein geht. Ihr wisst es ja, in den Märchen, der Held, der muss immer irgendwelche Abenteuer erleben, der muss Aufgaben lösen und die Kinder, die versetzen sich in den Helden rein und erleben diese Geschichte mit. Und am Ende, wenn alles gut ausgeht, dann bekommen die Kinder ein Gefühl dafür, ja, es gibt Schwierigkeiten im Leben. Und manchmal ist es echt blöd und ich muss ackern, ich muss mich anstrengen, aber am Ende ist alles gut. Und das ist was, was die Märchen ganz besonders gut können. Ich erlebe das gerade sehr intensiv bei meinem aktuellen Kindergartenprojekt. Da habe ich eine Gruppe von 15 Kindern, die alle extrem schüchtern sind. Und meine Aufgabe ist es, ihnen mit Märchen zu helfen, dass sie selbstbewusster werden. Das machen wir so, ich erzähle immer ein Märchen und danach spielen die Kinder das mit verteilten Rollen nach. Und es macht einen irrsinnigen Spaß zu sehen, wie die Kinder durch das Spiel so richtig aufblühen und sich so richtig reinversetzen in diese Figuren und da so richtig Spaß haben. Letztes Mal haben wir den Wolf und die 7 Geißlein gehabt und ich habe mir gedacht, naja, den Wolf will bestimmt keiner spielen. Die wollen bestimmt alle das 7. Geißlein sein, das am Ende alle rettet. Nein, nein, habe ich mich schwer getäuscht. Die Erzieherin und ich, wir waren echt platt. Von den 15 Kindern wollten 13 den Wolf spielen. Und es war einfach klasse zu sehen, wie diese Kinder, die so schüchtern sind, sich in diese Figur von dem Wolf reinversetzt haben und dann sich rangepirscht haben an das Haus der Geißlein und geklopft haben. Hier ist euer Mütterlein, ich habe euch was Schönes aus dem Walde mitgebracht. Und was sie für einen Spaß hatten. Und für mich war es natürlich eine Herausforderung, dann hinterher 13 Wölfen den Bauch aufzuschneiden, überall Steine rein, wieder zunähen. Aber das habe ich gerne in Kauf genommen, einfach um zu sehen, wie viel Spaß die Kinder hatten und wie sicher und wie stark sie sich da als Wolf gefühlt haben. Das ist was, was die Märchen können und das liebe ich total dran, weil die Arbeit macht unheimlich viel Spaß und ich kann euch nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Ist gar nicht schwer, ihr müsst euch einfach nur ein Märchen hernehmen. Ist natürlich schön, wenn man das frei erzählen kann. Man kann es aber auch vorlesen und dann verteilt ihr die Rollen. Ich mache das immer so, dass jedes Kind das spielen kann, was es möchte. Egal, dann haben wir halt 13 Wölfe, aber jedes Kind kann sich in die Rolle reinversetzen, die für ihn oder für sie im Moment gerade die richtige ist. Märchen, da gibt es auch ganz viele Vorurteile drüber oder sagen wir mal unterschiedliche Meinungen. Manche denken ja, dass Märchen grausam sind oder dass Kinder Angst bekommen, wenn sie Märchen hören. Ich muss sagen, die Erfahrung habe ich in all den Jahren nicht gemacht. Es ist eher so, dass die Kinder durch die Märchen eine Möglichkeit kriegen, auch sich ihren Ängsten zu stellen und die zu überwinden. Und wenn ich mal der Wolf war und gesehen war, dass ich richtig Power habe und dass vielleicht jemand auch mal Angst vor mir hat, wo ich doch sonst immer Angst vor den anderen habe, dann ist das für die Kinder ein ganz tolles Erlebnis. Wenn ihr Märchen mit den Kindern nachspielen wollt, gibt es ein paar Sachen, die ich euch da gerne mit auf den Weg geben will. Also bei der Rollenverteilung mache ich es immer so, dass wirklich jedes Kind die Rolle spielen kann, die es gerne möchte. Das führt natürlich dazu, dass die tollen Rollen oft mehrfach besetzt sind. Wie in meinem Beispiel, das war aber bisher auch wirklich das Krasseste, was ich erlebt habe, dass wir 13 Wölfe hatten. Aber vorletztes Mal bei den Prima Stadtmusikanten hatten wir dann halt auch 4 Esel und 5 Katzen und 2 Hunde und nur einen Hahn. Aber das funktioniert alles. Wichtig ist, dass ihr das gut anleitet. Also natürlich werden zuerst die Rollen verteilt und dann muss man schauen, dass man sich seine Bühne baut. Also dass ihr im Raum, es ist gut einen großen Raum zu haben, am besten eine Turnhalle oder so einen großen Mehrzweckraum, die ihr meistens in eurer Kita auch habt, dass man sich da wirklich die Schauplätze richtig platziert. Also zum Beispiel beim Wolf und den 7 Geißlein haben wir erstmal ein Haus aus den ganzen großen Polsterbausteinen, die es da gibt, für die Geißlein gebaut. Dann haben wir geschaut, wo soll der Brunnen sein? Wo ist der Baum, unter dem der Wolf dann einschläft? Wo ist der Wald, in den die Mutter Geiß geht? Und wenn dann diese Spielorte alle festgelegt sind, dann kann es auch schon losgehen.
Ich sage den Kindern immer, ich erzähle die Geschichte und ihr spielt einfach nach, was ich sage. Und mit der Zeit kommen die Kinder so rein, dass sie dann auch den Impuls und die Lust haben, so einzelne Frequenzen selbst zu sprechen. Manchmal sage ich das auch so ein bisschen ein, also zum Beispiel, dann, wenn die Geißel jetzt gerade nicht wissen, was sie sagen sollen, dann sage ich, ja, sag, du bist nicht unsere Mutter, geh wieder weg, du bist der Wolf. Und dann sagen die das und haben da eine Menge Spaß dabei. Also es geht nicht darum, ein perfektes Theaterstück zu machen, sondern es geht darum, den Kindern die Möglichkeit zu geben, in die Rolle zu schlüpfen und da so richtig das nachzuempfinden und die Geschichte nachzuspielen und die ganzen Emotionen, die damit verbunden sind, eben selber auch zu erleben, sich stark zu fühlen als Wolf oder auch stark zu fühlen, wenn der Wolf besiegt wurde. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, muss ich sagen, ob die Kinder das blöd finden, wenn sie als Wolf dann sterben müssen, war aber gar kein Problem. Da war dann die Geschichte aus, wir sind alle wieder aufgestanden, haben uns geschüttelt und jeder war wieder der, der am Anfang war. Und dann war es gut. Und wir hatten einen Riesenspaß. Also ich wiederhole es nochmal ganz kurz, die wichtigen Punkte, wenn ihr es nachspielen wollt, also Rollenverteilung, wirklich seid da kreativ, wenn ein Kind nicht so mitmachen will, kann es auch mal einen Baum spielen oder zu zweit im Eingang vom Haus. Oder eine wichtige Rolle ist auch der Zuschauer. Ich habe in meinem Projekt den kleinen Felix, der will immer nur der Zuschauer sein. Aber jetzt habe ich einen Deal mit ihm. Nächstes Mal hat er gesagt, macht er mit. Schauen wir mal. Also jedes Kind spielt das, was es möchte. Dann verteilt ihr die Schauplätze, also schaut, wo soll was stattfinden, damit sich die Kinder später orientieren können. Und dann geht's los. Und ich wünsche euch total viel Spaß.